So, moin. Ich wollte euch noch einmal auf unserer Internetseite stromfähig.me auf unsere Blog-Einträge aufmerksam machen. Dort haben wir immer mal wieder sinnvolle Inhalte zum Stromfähig-Tagebuch, zum Trafoverlusten, Trafomonitoring, Energiemonitoring, hier Feststoffdosierer. Und aber auch hier das Stromfähig-Tagebuch in der Landschaft und in der Landwirtschaft und in der Tierzucht zu nutzen. Denn dort wird auch oder dort ist es auch möglich, flexibel ja, Strom zu beziehen. Und das gilt natürlich nicht nur für Biogasanlagen. Also viele große Betriebe, die viel Strom verbrauchen, sollten einmal überlegen, inwieweit sie dann flexibel Strom verbrauchen können und beziehungsweise ihre ja, Produktion oder ihren Verbrauch geringfügig zu verschieben, eben in die Zeiten von günstigen Strompreisen. Und natürlich auch im Zusammenhang mit PV-Anlagen, Batteriespeichern und so weiter. Das könnte man einmal nachlesen. Und wir arbeiten auch nebenbei noch an einer KI, also an einer künstlichen Intelligenz, die ja vorausschauende Werte ja, für die Zukunft preisgeben soll oder empfehlen soll, Empfehlungen herausgeben soll, was zum Beispiel Wartungsintervalle betrifft oder auch hier die optimale Energieproduktion, die effiziente Energiespeicherung mit einer Batterie. Anlage zum Beispiel, also wann soll ich jetzt meinen Speicher vollladen und wann soll ich ihn entladen? Hier Vorteile für Biogasanlagen, also KI-gesteuerte Wartungsintervalle, optimierte Biogasproduktion mit künstlicher Intelligenz, hier auch die effizientere Energiespeicherung, dann auch hier die erhöhte Sicherheit durch eben Automatisierungsprozesse, dann natürlich die Effizienz. Die Echtzeitüberwachung, die natürlich sowieso durchs Energiemanagementsystem oder durchs Energiemonitoring gegeben ist, aber auch die Transparenz, ganz wichtig. Ja, auch das kann man sich einmal durchlesen, wo die Zukunft eventuell hingehen könnte oder hingeht. Dann wollte ich hier noch einmal selber in unser Stromfähig-Tagebuch reinschauen. Wir haben hier eine Anlage. Die ist sehr aufgedröselt hier im Stromfähig-Tagebuch. Also, wir haben sie auch öfter schon gezeigt. Hier sind Einzelrührwerke, Verdichter, also wie aber auch hier die komplette Biogasanlage in dem Stromverbrauch ja, dargestellt. Hier oben natürlich die Strompreise von der Strombörse. Und auch hier kann man wieder schön nachkontrollieren, wie ist denn mein BRKW oder meine BRKW, sind die mit dem Strompreis gefahren oder nach dem Strompreis gefahren. Und auch hier sieht man wieder, in den letzten 24 Stunden hat das wunderbar geklappt. Hier kann ich den Stromverbrauch meiner Rührwerke kontrollieren, ob die Rührwerke auch alle laufen oder ob es Probleme gibt, ob es zu Ausfällen kam. Ja, also hier gibt es schon wirklich sehr detaillierte Auflistungen und Ergebnisse. Dann schauen wir noch einmal auf die Strompreise für morgen. Also wir kommen aus der Nacht, ja, 8,7 Cent. Ja, steigt ein bisschen auf 11 Cent, 11,6 Cent, nee, 13 Cent, so. Mittags geht es etwas runter. Wir haben nicht so viel Sonne morgen. Auf 9,7 Cent, aber abends geht der Preis dann wieder hoch auf 16,8 Cent um 20 Uhr. Also, das lohnt sich doch mal wieder etwas höhere Preise zu bekommen. Aber auch hier sieht man unsere ja, Tendenzen für die nächsten 45 Tage, dass die grüne Kurve hier immer etwas über der gelben Kurve liegt. Also, das sind zwei Berechnungsmodelle. Und die grüne Kurve liegt immer etwas höher, ja, so bei 16 bis 17 Cent. Also da könnte es durchaus hingehen in den Spitzen und auch dort bleiben. Ja, das war's erstmal von mir und wir sehen uns morgen. Tschüss!